Willkommen zurück zu Stardew Valley. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Heute heißt es viel sammeln. Und ich weiß noch nicht, wie das mit den Hühnern funktioniert. Die muss ich wahrscheinlich erstmal kaufen. Aber erstmal machen wir jetzt hier das Bewässern. Damit das dann hier soweit alles fertig wird. Ja, in der letzten Folge habt ihr ja gesehen, haben wir jetzt hier schon einiges an Materialien besorgt. Und davon werden wir auch dann bestimmt einiges an Geld wieder rausbekommen. Was ich auch sehr gut finde. Hoffe ich jedenfalls. Wichtig ist halt, hier ständig zu bewässern. Und dann werden wir uns erstmal gleich wieder um die paar Erfolge da kümmern, dass wir wieder Sachen bekommen. Obwohl, ich brauche eigentlich die Bewässerungsanlage. Die brauche ich bis morgen. Das heißt, also ich muss jetzt erstmal Gold dann sammeln gehen. Und das Gute ist, dass wir dann halt auch wieder viel Weizen anbauen können. Ich würde sagen, wir sind wirklich von den Feldern her schon größer geworden. Was ich sehr gut finde. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Und können uns jetzt voll und ganz auf das restliche Geschehen hier konzentrieren. Das heißt also, wir können jetzt hier Gold sammeln gehen. Aber ich möchte gerne noch was zu essen mitnehmen. Ich brauche irgendwas, was jetzt 35 Energie, Kristallfrucht, ja gut. Natürlich auch jetzt nicht schlecht, aber die bringt mich jetzt nicht so weiter. Tomate, Lachsbeeren. Ah, komm. Nehmen wir davon ein paar mit. So. Damit würde ich sagen, können wir schon mal gewisserweise anfangen. Da, dass hier noch nichts drin ist. Und krass, dass wir das da unten immer nicht abbauen können. Was haben wir jetzt eigentlich hier drin? Haben wir schon wieder was Neues? Ja, wir haben sogar wieder neue Sachen. Eine Gewürzbeere, beziehungsweise ein paar, zwei Stück. Und Brombeeren. Finde ich gut. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt... Ah, verdammt. An die Würmchen komme ich jetzt nicht... Oh, hier gibt es diesmal Pilze sogar. Gewöhnlicher Pilz. Ah. Also im Herbst bekommen wir hier gewöhnliche Pilze. Das finde ich gut. Oh, oh. Und Wildpflaumen, die einfach mal so rumliegen. Das ist ein großartiges Geschenk, danke dir. Bist du gekommen, um dich über mich lustig zu machen? Nein, immer noch nicht. Wieso denkt eigentlich immer das Böseste von mir? Mann, 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 so. Gehen jetzt natürlich runter. Stufe 80. Und hoffen jetzt, dass wir hier genügend Gold wieder finden. Ja, oh, wunderbar. Fängt gleich mit Gold an. Das ist genau das, was ich suche. So, den können wir so noch platt machen. Und Harz, gut. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier wirklich nur auf der Reihensuche nach Gold, nicht mal mehr, um nach unten zu kommen. Wenn jetzt natürlich so eine Fledermaus kommt, muss ich die natürlich dann erledigen erstmal. Oh, blöde Fledermaus. Oh. Eine schöne Omnigiode. Beziehungsweise zwei. Eine Magmagiode. Hm. Okay, ich glaube, wichtiger ist hier die roten kaputt zu machen. Weil die auch die entsprechenden Ressourcen droppen. Drop the bass. Pop up the volume. Drop the bass. Energie wieder voll? Nein. Ich will jetzt wirklich immer nur in die nächste Etage gehen, wenn da keine Gegner sind, wenn ich voll Energie habe. Alles andere nicht. Okay. Irgendwo kommt... Weg da. Okay, das ist Harz gewesen. Das ist mir jetzt erstmal egal. Ich hoffe, dass hier was in der Kiste... Jawohl.
Gold brauche ich ja von dem her. Ist schon krass, Leute. Nein! Nein, ich will ihn. Oh, verdammt. Ich wollte die Beere essen. Das ist doch zum richtig ärgern. Boah, du triffst wirklich gut, ey. Weg mit dir. So. Oh, ein Rubin. Ein Rubin. Hier ist sonst weiter nichts, ne? Nein. Blöde Fledermaus. Muss ich hier wieder hin. Alter, guck mal, wie viel Energie ich verloren habe. Das ist abartig. Ich muss jetzt echt so viel essen, weil ich so viel Energie verloren habe. Okay. Das ist echt abartig. Ich muss echt hier aufpassen. Weil wenn ich hier drauf gehe, habe ich echt ein Problem. Ich habe jetzt hier 13 Goldbarren. Weg mit dir. So, den haben wir als Nummer 1. Die machen verdammt viel Schaden, möchte ich mal an der Stelle sagen. Weißalgen, gut. Aber wir brauchen das Gold. Oh, da ist sogar noch was anderes Schönes. Das hole ich mir auch noch. Natürlich hier auch noch Steine mitnehmen. Alles, was rot ist, nehmen wir auch noch. Versuchen wir mitzunehmen. So. Und gegebenenfalls, wenn mir das zu riskant wird, dann gehe ich einfach raus. Okay, man muss es aber auch richtig einschätzen können. Das hatte ich beim letzten Mal nämlich nicht. Oh, ne, oh nein, auch noch ein Goldener. Ja, komm, jetzt zeig dich. Boah, ich hab's. Schon wieder Leuchtring. Egal. Ich muss die Karotte essen. Oh, verdammt. Die halten mich nicht so wirklich hoch. 13 Gesundheit. 15 Gesundheit. Alter, halt mich der Pilz hoch oder bringt er mich hier um? Weil er nicht gekocht ist. 21 Gesundheit, 18 Gesundheit. Dann muss ich echt den Pilz essen. Ich muss jetzt erstmal auf meine Gesundheit achten. Ich habe wieder was zum Verkaufen bekommen, das ist doch gut. Gut, den einen Gegner, den sollte ich jetzt noch ohne Probleme platt machen können. Dass ich dann in die nächste Etage kann, das heißt, jetzt kann ich hier alles abbauen. In der Hoffnung, hier noch eine Diode zu finden oder... Nein. Da unten wird 100% noch irgendwas sein. Von dem her erwarte ich jetzt noch mal. So, komm her. Blöde Fledermaus. Danke. Bauen wir das ab. Nee, da ist nichts weiter. Okay, gut, egal. Wir bauen das trotzdem hier alles ab. Vielleicht, keine Ahnung. Das werden Steine, kann man auch immer... Oh, da seht ihr Omnigeode. Könnte noch was drin sein. Weg mit dir. So, da haben wir den. Und der Rest ist mir jetzt eigentlich... Oh nein.
Ah, komm, ja. Batman. Tja, Batman, ich hab dir wohl die Flügel gestutzt. So. Damit habe ich jetzt alle hier zusammen abgebaut. Dann kann ich jetzt eine Etage runtergehen und kann dann den Fahrstuhl nehmen nach oben. Ja, und das mache ich auch. So. Ich gehe auf Nummer sicher. 17 Barren. Der schreibt da irgendwas. Egal. Gucken wir gleich, was er da schreibt. So. Oh, wer bist du denn? Komm wieder, wenn du mir was zeigen hast, Kind. Okay. Knochenschwert. Oh, Templerschwert. Das Knochenschwert ist ein bisschen stärker. Weniger Geschwindigkeit, mehr Gewichte. Na gut. Sneaker. Dunkle Stiefel. Egal. So, wir haben jetzt hier diesen Lichtring zu verkaufen. Den Leuchtring. Bei den Ringen haben wir nur den Rubinring. Angriff um 10% erhöht. Waffengeschwindigkeit um 10% erhöht. Kritische Trefferchance, Waffengenauigkeit, erhöht Zurückstoß um 10%. Oh. Ist nicht schlecht, aber okay. So, da komme ich noch nicht rüber. Und hier ist eine Sackgasse und da ist auch nichts weiter. Nee. Ich gucke halt immer gerne mal, ob ab und zu sich da irgendwo was versteckt, was man sammeln könnte. Weil natürlich ist jetzt auch mein Pilz weg. So, und was hat er dazu sagen? Wir wissen dank der Wissenschaft eine Menge über die Natur. Ja, toll. Das ist wohl soweit richtig. Hast du gut erkannt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Und machen unsere neuen Barren noch. Ich hoffe, dass wir die heute noch schaffen. Wäre jedenfalls super. Nein, benötigt 5 Erze. Und Gold habe ich sonst keins weiter, ne? Nein, war klar. Okay. Ein Schmied kann sie aufbrechen. Kohle haben wir noch. Stein rüber. Schleim habe ich, glaube ich, woanders. Harz habe ich auch woanders. Weißalge auch. Gunter kann dir ein wertvoller Stein. Hierüber können wir dann Gunter was sagen. Dann haben wir hier die Essenssachen. Noch irgendwas zum Essen. Weißalge, die kann man essen. Fasern sind Naturgut. Das glaube ich, kommt da alles hin. Ah, jetzt sind Harz da rein? Nee. Wollte schon sagen. Du kommst da hin. Hier kommt dann die Fledermausflügel rein, eigentlich, aber irgendwie auch nicht. Brauche ich eigentlich den Ring? Nö. Paddel brauche ich auch nicht. Verteidigungsschuhe brauche ich auch nicht. Das kann ich verkaufen. Ich verkaufe es einfach mal. Meisterschleuder, Schleuder. Irgendeine Munition wird dafür benötigt, aber ich weiß nicht welche. Hahaha. So, hier kann ich die Samen rüberpacken. Mal gucken, was ich hier verkaufen kann. Zip. Toll, nur die Rolle. Olle, olle, olle. Das heißt, es kann alles wieder zurück. Oder ich kann es dann irgendwann mal bei der Abenteuergilde verkaufen. Kann auch sein. So. Ich brauche 2 Stück, Leute. 2 Stück brauche ich. Das heißt, ich brauche hier das, das und dann das Gold, wenn es fertig ist. Gib mal ein bisschen Beeilungsgas. Haben wir hier irgendwas zum Abbauen? Da kann ich ein bisschen Gold mitmachen, komm. Klang gerade so, als ob es fertig wäre.
Ja, eher, dass er nochmal Gas gegeben hat. Toll. Mann, seid fertig. Ja, ihr heizt alle nochmal schön auf. Gut. Ah ne, ich muss jetzt mal gucken. Erstmal ruhig hier zum... Muss hier erstmal nachfüllen, habe ich gesagt. Seid fertig. Den schmeißen wir auch nochmal rein. Katze schläft. Ich möchte gerne morgen so wenig wie möglich gießen. Ernsthaft? Weg. Okay. Schön, dass ihr euch alle immer schön aufheizt, aber... Nein! Werd fertig. Jetzt alles soweit gegossen. Bin bisher auf keine Krähe getroffen. Okay. Auch bisher auf keine Krähe getroffen. Finde ich gut. Das kann auch noch darüber. Hat mich eh gestört. Ach komm, dann muss ich morgen weniger bewässern. Los, komm schon. Sei fair. Ist echt ätzend, jetzt darauf zu warten, ne? Die Frage ist halt wirklich, schafft er das noch in der Zeit oder nicht? Ja gut, dann... Heute muss ich morgen gießen. Ich bedanke mich ganz herzlich, sag bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Nee, wartet. Ich habe ja noch was zum Verkaufen weggegeben. Tschüss.